Ja, hallihallo, ne, meine lieben Zuschauer. Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Heute wieder Miitopia. Ja, kurze Sache. Eine Sache, die ich mal anspreche, was Ausflugstickets angeht. Ihr seht, dass ich seit dem letzten Mal zwei Freundschaftsstufen zwischen Yannick und Sunny habe. Und das betrifft einfach den Grund. Ausflugstickets, die ich schon mal gehabt habe und schon komplett abgearbeitet habe, wie zum Beispiel Café, Strand, etc., nutze ich ab sofort auch offscreen. Einfach nur, damit wir nicht die unnötig nochmal neu im Stream haben. Das wollte ich nur mal eben kurz sagen. Ich zeige euch jetzt Peace und verschwinde jetzt. Also ich verschwinde nicht vollkommen, nur mein Avatar verschwindet. Weil Miitopia findet ja ohne den Avatar statt. So. Wie ist es heute geplant? Ganz einfach. Wir gehen zum Dunklen Fürst und hauen ihn einfach mal so richtig doll auf seine dicken, fetten Löcher. Ich wollte eigentlich erst Nasenlöcher sagen. Aber ich muss euch ja auch was beten. Und im Übrigen eine Sache, die ich mal machen will. Das verändert, glaube ich, nicht so viel bei euch. Aber ich kann ja mal sicher selber reinhören. Ich habe nämlich mal den Pegel von meinem Mikrofon an sich mal ein bisschen runtergeschaltet, weil ich sehr oft übersteuere und das will ich mal so ein bisschen auskontern. So, ihr könnt sehen, dass ich hauptsächlich Spielhallen-Tickets gefarmt habe über, ja, das täglich Tickets kriegen. Aber wir haben natürlich noch ein paar Tickets, die wir so ausgeben müssen. Darunter der Botanische Garten, den ich, glaube ich, hauptsächlich den beiden gönne. Das wird lustig, das wird spaßig. Das wird wunderschön. Sind alle Ausflüge so? Ja, Yannick. Mit dir immer. Das. Sowas kennen wir beispielsweise schon. Wie die sich da einfach so rumrollen. Und sowas müssen wir ja nicht nochmal sehen. Ich habe jetzt den Botanischen Garten nur als Beispiel übrig gelassen. Jetzt bin ich dran. Oh, guck mal! Palbanta hilft mit einem Tambourin-Solo. Oder übernimmt direkt die ganze Show. Palbanta, du bist noch gar nicht dran! Hat Sunny einfach die Show gestohlen? Die heutige Nacht ist großartig. Wieso? Also ab und staune. Worauf soll ich warten? Hab Geduld! Feuerwerk! Boah! Und da kommt der große Knaller! Wahnsinn! Das hat Palbanta gefallen. Ich hätte es viel cooler gefunden, wäre so ein Palbanta-Gesicht auf einmal gewesen. Das wäre richtig cool gewesen. Oder generell aus irgendeinem von denen, die ich erstellt habe. Einfach ein Gesicht eben kurz wopsen dafür. Jetzt, voila! Oh! Das sieht aber lecker aus. Nimm dir ruhig. Dann wollen wir mal. Da fehlen die Tomaten. Verbannte hat es widerwillig runtergewirkt. Das heißt, ich kriege keine 5-Sterne-Bewertung. Nee, Sunny ist nicht so ein Meisterkoch. Dass man eine 5-Sterne-Bewertung geben würde. Hallo, Sunny? In welcher Traumwelt lebst du denn? Okay, Leute, und jetzt können wir eben kurz nochmal gucken. Spielhalle ist irgendwas mit Komforttickets. Ich könnte auch darüber die Freundschaft steigern, aber das habe ich keine wirklich große Lust drauf. Im Übrigen, letztes Mal haben wir damit aufgehört, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Und ich sah gerade, dass die Pfanne von Akaya in seinem Gesicht steckte. Wenigstens muss ich nicht in jede Ecke einmal. Am Arsch!
so viel zu. Es gibt sie ja schließlich nicht wirklich. Ich hätte mir vor Angst fast in die Hosen gemacht. Aber als er wieder zu sehen kam, war er ganz anders. Total zahm und niedlich. Fand ich auch. Wie dem auch sei, wir sind bald beim dunklen Fürsten. Das Ende ist nah. Gib alles! Du auch! Nein, ich will nicht alles geben. Das klingt anstrengend. Und nein. Bei beiden ist in ein Loch gefallen. Warum Ball? Das ist der Damage-Dealer unter uns, abgesehen von Yannick. Das kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Und dann kommt auch noch so eine Drecksfurie. Und rippt mich weg. Oh! Du siehst aber sehr entspannt aus, wenn du Rache nimmst, Yannick. Na gut. Yannick hat einfach die Furie Insta gefinisht. Ich würde gerne wieder leben. Darf ich? So, Yannick, raste aus. Los, Zangenangriff! Oh, ein dreifacher Zangenangriff. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wahrscheinlich, weil wir alle gemeinsam den Zangenangriff untereinander haben, oder? Zumindest kann ich mir so vorstellen. Ein frecher Piekser. Was, Hanni kann das auch. Und alle hauen drauf. Also Sunny braucht unbedingt irgendwie so ein Damage-Upgrade, habe ich das Gefühl. Er macht halt nur 30. Und nutzt seine nützlichste Fähigkeit halt so gut wie gar nicht. Noch mehr Geld. Jetzt kann ich dem Ex und seine Robe endlich kaufen. 1200 Leute gerettet. 380 macht er jetzt, der AP-Streuer, und 160 der andere. Wunderbar. Wer will, wer will? Akaya Vini Sternenpfanne. Das ist ein wunderschönes Gerät. Das darfst du haben. Es wäre nur schön, wenn die Hauptgruppe was haben wollen würde. Ein Explosionskit. Ich hole ihn einmal. Sorry, hab mir eben kurz was zu trinken geholt, weil ich habe eine recht staubige Lunge gerade. Padde, kannst deinen Kittel haben. Nein, ich nehme ihn in Wirklichkeit. Haha. In lila. Nebenbei, die Tilkins verbrate ich eher dann, wenn hier sowas wie die Gespensterrobe von Exo im Angebot ist. Weil dann kann ich richtig Cash machen. 1600 Gold. Yum. Sagt man doch nicht nein. Gold ausgeben. Ah, endlich will die Hauptgruppe mal was. Yannick will eine Magierrüstung und Sunny will ein Herrscherkostüm. Ich guck erstmal. Da ist eine recht hohe Chance, was zu gewinnen. Aber es ist das Lumpenkostüm. Einmal. Und es wurden Waldnüsse. Lecker. Wen gönn ich's eher? Sunny braucht eigentlich mehr Angriff als Rüstung. Er wäre eine dämonische Flasche. Ja, der fängt wohl hinterher. Yannick, du sollst der Tank werden. Magierüstung wurde gekauft. Richtig stylisch eigentlich sogar. Oh, sogar in Rot. Tatake. Ein Törtchen. Er muss ja irgendwie an seine Magiestärke kommen. So, du brauchst dringend MP.
Was? So gut wie gar keine. So, und das letzte davon ist mir egal. Nächste Ebene. Los geht's. Etwas zu futtern wäre nicht schlecht. Alles in Ordnung. Och, schon wieder Abzweigungen. Ja, meine Nase ist wirklich total verstopft. Ein Spielschein. Dürfen ruhig mehr werden. Gegen Spielschein habe ich nichts. Oh, Yannick und Shining wollen was erleben. Oh, ich singe ein Lied für Yannick. Und Yannick genießt es offenbar. Ich wirkte auch nicht gerade fröhlich darüber, dass ich für Yannick singe. Och, der Lumpenkill. Gib mir wenigstens die Ausflugstickets. Das Spiel hört auf mich. Mir ist kalt. Ganz schön frostig, ja. Du weißt, was das bedeutet? Zeit für Kakao. Gute Idee. Wo hast du den Kakao her? Sunny? Wo an deinem Kostüm hast du den Kakao herausgezogen? Das ist ein hautenges Kostüm. Bei Pike könnte ich es verstehen, aber bei dir verstehe ich es gerade nicht. So. Jetzt muss ich einmal nach rechts. Ach, Sunny. Beherrsch dich doch mal. Drei Spielscheine. Hm, lecker. Okay, Padde. Ich sehe schon, du willst ein Kleidchen. Das schicke ich dem. die Chancen sehen gerade gut für Tickets aus. Oh, da ist der dunkle Fürst. Ich war echt knapp vor ihm dran letztes Mal. Die lästige Zecke ist wieder da. Wir sind bereit, es mit dir aufzunehmen, Soul. Oh, ich zittere schon vor Furcht. Ah. Ich habe übrigens die Befürchtung, dass er mir im Kampf mein Gesicht klauen kann. Weil das wäre ja so eine Fähigkeit, die man erwarten müsste, oder? Wie süß. Ihr seid so weißgreis, nur mit mir zu spielen? Aber das Spiel ist aus. Ich mache jetzt ernst. Als erstes nehme ich eure dummen Gesichter, dann eure Seelen und zuletzt eure Leben. Ach, wirklich? Wir werden aber nicht verlieren. Zeig, was du drauf hast, Soul. Dunkler Fürst Soul. Endlich ist der finale Kampf gekommen. Was mache ich gegen den? Mega Feuer! Er hat sich seine Fingernägel angeguckt. So, Yannick, hau drauf! Sprungi! Sunny nutzt seinen frechen Piekser. 37 Schaden. Hier, Palbanta, eine Riesenwaffe. Oh Gott, was hat der denn für ein gigantisches Rohr? Sunny wird in einen Albtraum gelockt. Ich wollte den Eimer streuen und den Eimer streuen. Ich weiß, dass sie an ihre Technik nicht einsetzen, aber es kann nützlich sein. Dampf, Dampf, alles in Ordnung. Dieses eine Mal streue ich mich, damit ich meinen Ultra-Angriff einsetzen kann. Weil einen Donnerkeil abzufeuern klingt mir nicht gerade dumm. In die Luft mit dir, Epona. Zeigen wir ihm, was ein Hark ist. Donnerkeil! Das war richtig viel Schaden. Also ich mache bisher den meisten mit meinem Donnerkeil. So.
Die sind erholt. Tani wurde geschlagen. Und Yannick ist in einem Albtraum. Ich glaube, das Streuen hat hier nicht wirklich viel Sinn, weil er einfach alle in den Albtraum schicken kann. Das braucht das nur auf. Nee, ich futter jetzt meinen Bonbon. So, Yannick, komm da raus. Oh, wir helfen Sunny. Aber nur beim normalen Angriff. Oh, es macht ja 120 Schaden drauf von Palvanta, also, ja. Habt ihr etwa geglaubt, ihr würdet euch weggeschlagen? Dunkler Fürst Sol rief einen Schergen herbei. Der hat aber kein Gesicht. Nein! Palvanta wurde das Gesicht geklaut. Gesicht von Palvanta gestört. Für Odin! Oh, noch ein. Na, und wem wird jetzt das Gesicht geklaut? Nein, nicht mir! Nein! Mein Gesicht wurde gestohlen. Geh mal, die Relikt los! Bitte, Leute, rettet mein Gesicht. Ich kann nichts machen. Reit, brumm! Ja, bitte mach weiter Gruppenangriffe. Er will von mir angeben? HP-Sauger! Ja, Sunny kann sich ja selber heilen. Aua. Jetzt müssen wir warten, bis Yannick unsere Gesichter rettet. Hat der dunkle Fürst gerade nicht angegriffen? Sprunghieb auf den dunklen Fürsten. Och, die greifen ihn an, weil er prozentual weniger hat. Yannick wurde gewarnt. Hat es eigentlich einen Sinn, mich in den Ruheton zu stecken? So als Frage. Ich regeneriere zumindest. Ach, mach doch deinen Sturmhieb hier. Wirbelhieb. Das wird tausendmal nützlicher. Yannick wurde angepiekst und zumindest Palvanta wurde gerettet. Aber ich bin immer noch hier hinten und habe kein Gesicht. Bereit zum Abschuss. Und Yannick wird für die Rettung bestraft. Aber bestätigt. Was soll denn das? Zeit der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Ich will mein Gesicht zurück. Ja, ich habe mein Gesicht zurück. Wer sagt's denn? Der braucht MP und der braucht MP. Du kannst dir selber besorgen, Sunny. Ich gebe dir zumindest HP. Okay? Ah. Oh nee, Steinchen. Aua. Gut, dass ich gerade alle geheilt habe, ne? Megafeuer! Ja, besiegt! Ich habe ganz vergessen, dass ich eine Pause-Taste habe. Geh mit die Relikt los. Oh nein, ich habe Kopfschmerzen. Oh nein! Oh, ich bin eingeschlafen. Wir haben den dunklen Fürsten besiegt, ja! Aber jetzt kommt doch bestimmt noch so eine zweite Phase, oder? Das ist doch für Bosse normal. Dass sie so eine Enrage-Phase haben. Doppelhieb gelernt. Entfesselt zwei kräftige Kriege. Kräftige Hiebe hintereinander. Und Bonuserfahrung für Sunny. Aber keine Technik. Ultimatesse. Das wird mir schmecken. Oh, das Band da reagiert. Sag doch, jetzt kommt bestimmt der richtige Boss. Oder auch nicht. Ciao. Oh, da liegt der Zoll. Autsch. Jetzt ist der Mensch. Was zum? Habe ich irgendwas angestellt? Oh. Ihr habt den dunklen Fürsten besiegt. Das überrascht mich nicht. Wirklich gar nicht.
Was hat der da vor? Ups. Was hat er mit mir vor? Ah! Achtung! Ah! Kai, nein! So, das ist also mein brandneuer Körper. Das nennt man eine Runderneuerung. Nein, nicht Kai! Doch, Kai. Er war mein großer Mensch und mein großer Weiser und jetzt ist er der Gegner geworden. Nein! Aber die Kräfte des großen Weisen bekomme ich auch noch dazu. Das ist ja ein schöner als Geburtstag, wobei es ist ja eine Geburt. Die Geburt des dunkleren Fürsten. Bis bald. Vor allem die Musik im Hintergrund, richtig geil. Hohoho, ich bin jetzt mal wieder Horst, der über alles herrscht. Er steckt offensichtlich in ziemlichen Schwierigkeiten. Bauform des dunklen Fürsten ist also der kleine Kerl. Und der hatte sich den Körper von Zol ausgeliehen? Ja. Und jetzt hat er sich den des Weißen Kai einverleibt. Der Körper muss euch nicht so viel Sorgen bereiten. Die Macht der Magie des großen Weißen hingegen schon. Aber ihr seid ja nun auch nicht aus Pappe, nicht wahr? Naja, Pal war einmal aus Pappe. Befreit ihr die Welt auch von diesem mächtigen Gegner? Das fände euer Horst ganz schön knorke. Der große Weiße Kai hat mich gerettet. Dann sind wir jetzt an der Reihe, uns zu revanchieren. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wie können wir dem dunklen Fürsten folgen? Ah, guten Morgen. Ich bin jetzt wieder wach. Oh, Dominik! Ihr seht mitgenommen aus. Gibt es einen Grund dafür? Ist einfach neben uns geschlafen? Ach, das Problem ist der dunklere Fürst, ja? Ich kann euch helfen. Ich helfe gerne. Passagiere des Flugs. Ache, bitte an Bord. Bei Janik klebt hinten am Schweif von dem Drachen. Ah, und jetzt haben wir so eine World Map. Oh Gott, da sind noch ein paar Gebiete. Okay, ich bin doch noch nicht fertig. Davon brauche ich einen Screenshot. Wow! Ich wüsste gar nicht, dass die Welt so groß ist. Tolle Aussicht, nicht wahr? Naja, für Janik glaube ich nicht so wirklich. Aber was bringt uns das? Wir müssen Kai irgendwie finden. Hm, das heißt, wir haben ein Problem. Ah, da fällt mir was ein. Was denn? Es gibt einen Ort namens Weitkreis. Schon mal gehört? Nö. Der Name sagt schon einiges. In dem Ort halten sich nämlich viele Reisende auf. Leute aus jedem Winkel der Welt. Wirklich? Ja, irgendwas können wir da sicher erfahren. Dann nichts wie los. Janik hat kein gutes Leben. Okay. Da in der Mitte ist weit gereist, offenbar. Machen wir erstmal nein. Wähle ein Mi für den Informanten. Ich nehme einfach mal so lassen. Ich lasse den Informanten mal kennen sein. Achso, und nur den konnte man zuweisen. Oh, da ist Obelix. Hallo, Herr Informant. Hey, du. Hab dich hier noch nie gesehen. Suchst du etwa nach dem dunklen Fürsten? Ach, stimmt ja. Das ist jetzt, der dunklere Fürst Kai. Und er ist wohl auch stärker als der dunkle Fürst Zol. Keine Ahnung, wo der stecken könnte. Irgendwann in dieser Stadt wird es aber sicher wissen. Kommen schließlich genug Reisen aus aller Welt hier in die Stadt. Okay, hier ist Ben. Ein Koch. Ein rassistischer Chinese.
Obelix. Irgend so ein Rowdy. Und Schmirko? Hier ist Schmirko. Mit Schmirko muss ich sogar auch mal unterwegs. Disco Priester Schmirko. Mirko. Oh, es ist so schrecklich. Ich muss etwas geschehen. Und zwar schnell. Der Schnee meines Schreckens randaliert auf den Puderhöhen. Da herrscht große Gefahr. Ich werde helfen, die im Schneemann ausgesetzt sind. Aber ganz allein kann ich doch nichts machen. Würdest du mir helfen? Ich krieg dafür 3 Golem-Sticks. Okay, wir haben jetzt Nebenquesten. Irgendwie ruinieren Nebenquesten dieses Spiel, habe ich das Gefühl gerade. Also, dieses Spiel war so einzigartig und jetzt sind hier Nebenquesten. Warte mal kurz. Ich will nicht, dass hier Mirko eine weitere Rolle hat. Weit gereist. Der Priester ist es, den ich umändern muss. Warum nehmen wir nicht Palutena mit? Ja komm, Disco Priester und Palutena. So. Ich könnte die anderen auch umändern, aber warum sollte ich? Okay, ich wollte nur den Priester umändern, weil der ja offenbar mit uns mit muss. So, meine Priesterin. Komm mit. Puderhöhen. Oh, richtig geil. Ich liebe Eiswelten. Eisige Weite. Aber im Ernst, dieses Nebenquest-Feeling macht dieses Spiel irgendwie komplett kaputt. Abmarsch. Los, Sunny. Zeit für einen Beutezug. Sieh noch, Pervanta, hier liegt überall Schnee. Du bist sogar perfekt getarnt. Alles ist weiß. Der Schnee ist richtig schön weich und flockig. Wir sollten Schneeengel machen. Yippie! Ich vergesse immer wieder tiefe Stimme für Palutena. Na, vielen Dank für eure Hilfe. Ach, nicht doch, Palutena. Oh, guck mal, das sind Pingus. Die essen Pengi. Ich will sehen, was ihr könnt. Oh, ich habe noch kein neues MP-Bonbon. Sehe ich gerade. Ihr solltet einen Megablitz doch überleben, oder? Außer mir helfen alle. Sunny, lass einen leben. Wir sehen, was die können. Sie werden es so nicht sehen. Ich esse im nächsten Kampf einfach eine AP-Banane. Dann sehen wir schon. Level up für mich. Ein Pinguin-Snack. Wir haben einfach denen ihre Makrele geklaut. Ich muss sie eh noch einmal lang. Oh, Froschsaft. Hm. Also eine Frage. Welche Technik nutzt unsere Priesterin, die jetzt hier mit bei ist? Weil sie kämpft doch bestimmt, oder? Und die beiden haben Beef. Tanzen wir doch einfach. Die will die ganze Zeit tanzen. So, Pingos, bitte. So, extra jetzt bitte nicht auf den Pingo gehen, ne? Wir gehen jetzt extra auf die Brillengeister. Oh. Sunny muss Janik immer trösten. Lass den Pingo leben. Mann, gerade den solltet ihr leben lassen. Erster Streit. Keilerei. Was guckst du mich so an? Janik möchte dich heilen. Mir reicht's. Aber das war eigentlich richtig gut, weil sie denen so richtig gut Schaden gemacht haben, aber die haben sich gegenseitig komplett auf die Fresse gehauen. Das werde ich klippen. Kloppen die sich einfach? Ich glaube, das geht nur, wenn sie sich gegenseitig hassen, kann das sein? Ich muss mir die Stelle merken.
Der dunkle Fürst Sol ist Geschichte. Aber so richtig Grund zum Feiern haben wir nicht. Wohl wahr. Jetzt hast du den großen weißen Kai erwischt. Kaum zu fassen, dass er zu einem noch dunkleren Fürsten geworden ist. Und das ist alles nur, um mich zu retten. Hey, Shining. Da bricht dir nicht zu sehr den Kopf deswegen. Dann gehen wir als nächstes halt kurz Kai retten. Genau, das biegen wir schon wieder hin. Ich bin trotzdem Depri. Danke, Leute. Dann ist es beschlossene Sache. Verfolgen wir den dunkleren Fürsten. Ja, der große Weise hat uns geholfen. Jetzt helfen wir ihm. Und damit stellen wir ein für alle Mal den Frieden für ihn in Utopia wieder her. Auf den Anfang eines weiteren Abenteuers. Zum Wohl! Oh, was kommt denn da rein? Der Katalog ist angekommen. Um in ihm zu stöbern, rufe das Menü mit X auf. Okay, und wofür ist der Katalog? Katalog. Verwende den Katalog, um Waffen und Kleider deiner Wahl zu bestellen. Immer wenn du ein neues Teil aus einer Schatztruhe birgst oder erhältst, wird der Katalog entsprechend aktualisiert. Stellst du das Item dann aus dem Katalog, kannst du deinem ganzen Team eine einheitliche Ausrüstung spendieren. Ach so, das ist hier, dass wenn ich mehrere von dem gleichen Typus verwenden würde, dann könnte ich jetzt beispielsweise sagen, hier, ich will die Lumpenrobe für alle haben. Ich sehe gerade, hier gibt es nicht richtig viele. Oder Heiterkeitsrobe für alle. Ja, klingt recht praktisch, aber ich habe ja, dass bei mir alles einmal vorkam. Warum wollt nur ihr Sachen? Du willst den Herzchen, Deutsch. Und du willst den heiligen Stab. Ich hätte gern erstmal, dass die da drüben ihr Zeug kaufen. Ach, hier, gönn dir deinen Stab. Jetzt hast du deine Zauberglocke. Man kann sagen, was man will, aber ich vernachlässige die Dudes nicht. Drei Ausflugstickets oder eine Maskenkittel. Und es wird der Maskenkittel für Padde. Der war 3,7 wert. Aber die Chance ist recht gering, deswegen werde ich nicht nochmal spielen. Schwarzer Maskenkittelkleid für Padde. Jetzt kann er auch seinen Ball. Und das Pferdchen sucht noch nach Yannick. So, die beiden da oben hassen sich, aber ich will eigentlich erst, dass die noch Stufe 12 erreichen. Danach können die ruhig sich in einem Zimmer austoben. So, wer von uns mag Fischi? Bist du fischig? Nö. Und die Ultimatesse, die gab's vom dunklen Fürsten. Lecker? Lecker! So, das ist natürlich für unseren kleinen Teufel. Und Froschsaft. Das darfst du auch mal haben. Immer diese feinen Schmecker. So, jetzt gehe ich in die Eiswüste da raus, in diese komische Tundra und hoffe einfach, dass diese Pingos jetzt nochmal direkt auftauchen und dann lasse ich die leben. Sie haben die keine Runde überlegt. Ich will nur sehen, wie die angreifen. So, das sind Pingos. Ich esse einen MP-Bonbon. Have fun. Bitte nicht Insta-killen. Oh, die rutschen auf den Bauch. Das ist ja richtig cool. Menno. Mein Wander ist schlecht gelaunt. Und Yannick haut ihn dafür ins Gesicht. Guck, so kann sich das doch auch abbauen. Wir haben zumindest gesehen, was die Pinkos können. Das ist alles, was ich wollte. Aber wenigstens schneller funktioniert als mit dem doofen Kobold. Oha! Er hat eine mysteriöse Flasche getrunken. Ja, du hast ihn getrunken. Mein Satz muss Sinn ergeben. Ich mag mich, was Palutena so mag. Bisher hat sie auch noch nichts getan, ne? Ein Gorilla-Shake. Der ist was für Pal oder Yannick. So, wer will was gekauft haben? Sunny will einen Runenpiekser. Oh, der ist richtig cool, Sunny. Vor allen Dingen, du brauchst Damage-Upgrades.
richtig cool, das Ding. Eventuell müsste ich Angriff bei ihm boosten. Eventuell boostet das auch seinen normalen Magieangriff. Die Ausflugstickets kann ich gut gebrauchen. Aber es wird eine Kinderportion Erfahrung. Dave. Wenn ich daraus auf... Oh, der hat irgendeinen Angriff gelernt. Hinterrücksangriff hieß das. Ich habe aber zu schnell weggedrückt. So, noch einmal, weil ich die Ausflugstickets haben will. Eventuell gibt es ja jetzt auch neue. Bei Eisgebiet. Ein Pferdeausflug, Bücherei und Botanischer Garten. Oh, die haben fast noch eine Freitagsstufe. Gott, die haben Zangangriff gelernt. Mehr wollte ich gar nicht. Jetzt können die beiden sich ruhig vertragen. Also, hier Yannick und Pal. Aber die Keilerei, die fand ich richtig gut, ne? Ich finde es gut, dass ich immer wieder noch was Neues sehe. Also, es gibt auch Streit. Und Yannick fällt in ein Loch. Ah, super. Das liebe ich, wenn die in ein Loch fallen. Oh, Schneemänner. So, ich gehe diesmal direkt auf Nummer sicher. Oh, die Sunny kriegt einen riesen Ruten im Piekshaar. Jetzt wird gepiekst. Ich blicke woanders hin. Er hat gewarnt und hat nichts gebracht. Okay, wir haben gesehen, wie er angreift. Und Palutena hat auch was gemacht. Sie schlägt zu. Okay, sie ist nicht useless. War doch klar, dass ich den mit Feuer richtig einheizen kann, den Schneemann. Schneemilch, das klingt lecker. Ein feierigen Malaiser. Was? Die macht den Insta-Kill? Okay, bester Kamerad aller Zeiten. Wenn die den Insta-Kill nutzt, dann ist die richtig useful. Nope. Wie immer ist der verträumt, aber er macht dann wenigstens auch einen Crit. Das ist der Vorteil. Er macht zufällig bei irgendwem einen Crit. Schätze oder Schätze? Brauche ich doch nur A drücken. Drei Spielscheine. Level 18 mit Sunny. Letzter Wunsch gelernt. Auch wenn du gefallen bist, kannst du kritisch getroffene Freunde heilen. Also kann ich Sunny theoretisch heilen? Aber eher mich nicht, oder? Der Gespenstertaler, der ist 3700 wert. Also erst gewinnen wir ihn einmal und dann mache ich Cash. Den darfst du sogar so behalten. Ich könnte dir einen Schimmelgeist geben. Der sieht auch richtig cool aus. Aber du bleibst ein weißer Geist. So, und jetzt wird Geld verdient. Ich habe nochmal ein Ausflugsticket zum Schluss bekommen. Bei 20.000 müssen ja reichen, ne? Dann kann ich die beiden zumindest noch auf 14 bringen. Ich habe 20.000 Gold. Ich kann jetzt ruhig mal allen ein bisschen was gönnen. So, du kriegst jetzt deine dämonische Flasche, weil ich habe ja jetzt Geld. Das innerhalb von kürzester Zeit wieder aufgebracht. Auch das, ich weiß es. Aber Pale wollte seine Flasche. So. Boah, Exo wird den engen, coolen Ritualstab. Also ihr müsst ja so sehen, je teurer das Zeug ist, dass ich den kaufe, desto mehr Geld kann ich in der Lotterie gewinnen. So. Dave kriegt endlich seine Steinkluft, die er seit 10 Jahren haben will. Er ist endlich dem Herzen Kluft entkommen. Und was für ein... okay, Mirko will seinen Zuschauer verdreschen. Er will Peaks Mikro. Hoffentlich bin ich nicht in den Zuschauer rein.
Schneemannmilch. Die ist Schnee und eiskalt, dann trink eine schöne heiße Milch. Das nehme ich mir zu Herzen. Jeder aus meiner Gruppe war draußen, also kriegen sie alle eine Milch. Keiner von denen mochte es so richtig doll. Oh, das war das erste Mal, dass alle auf einen auf 25 waren. So, ich muss hier nochmal lang, ne? Weil da ist noch ein Weg. Was machen wir hier gegen? Vielleicht eine Explosion? Das macht teilweise mehr Schaden, als wenn ich einen Blitz mache. Ich hoffe, die Priester heilen auch ab und zu. Oh, die keilen sich wieder! Bam! Bam! Aber das Gute ist, dass der Gegner halt den dreifachen Schaden dadurch kriegt. Also ist Streit richtig gut eigentlich. So, nochmal Schätze. $990 Gold. Oh, ich will endlich mal einen neuen Stab. Einen Blumenstraußstab. Oh. Ich darf aussuchen, wer als nächstes heiratet. Ich habe einen Blumenstrauß gekauft. Der wird natürlich auch ausgerüstet. Wer will als nächstes heiraten? Und... Ich finde hier richtig viele gute Screenshots. Er will ein Eiscreme werden. Oh. Erfahrung? Nee, Sturmlimo. Wäre das gerade richtig gut Erfahrung gewesen, hätte ich das ruhig allen mal so ein bisschen gegönnt. Oh, da rechts muss ich hin. Da ist der einzig wahre Quizfixanz. Ich hab keinen Bock auf dich. Wir spielen Wer bin ich? Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Frage 1. Wer ist Königsträger Toad? Das ist Toad. Ich weiß es nicht, ich habe ihn zugeteilt. Wer ist Prinz von Nemann Schmirko? Der ganz links. Und Frage Nummer 3. Wer ist Reizmui Zanji? Der da? Der einzige mit der französischen Friese hier. War doch so, dass die Franzosen so eine Perücke hatten, früher oder nicht? Früher. Nicht heute. Okay. Da unten links müssen wir hin. Ich gehe erst zum Koch. Also zum Gourmet. Also dann, ich frage mich, was Polylutena wohl so mag. Die mag Pit. Oh Gott, Schneefrauen, Schneebanshees. Ich will trotzdem sehen, was ihr könnt. Ich puste Sunny an und... Nochmal Sunny. Und Sunny gönnt sich eine AP-Banane darauf hin. Okay, wir haben gesehen, was er kann. Neue Technik, Doppelhieb. Zack, zack. Weil MP gesammelt hat, hat das aber nicht so viel Schaden gemacht. Oh nee, wie ist das Geballer auch noch, wenn ich da was drauf habe. Und Strafen ist Licht. Schade, kann verfehlen. Ja, Yannick ist sauer, weil der abgeschossen wurde und der halt vorher schon sauer auf ihn war. Entspannt und wütend zugleich. Das geht. Bei Yannick das wütende Gesicht, das passt richtig gut. Diese hässlichen Banshee-Tränen. Ärger vorbei. Die beiden mögen sich jetzt. So. Sunny will immer noch das Herrscherkostüm und das würde ihm jetzt auch gegönnt. Herrscher Sunny ist im Einsatz. Er herrscht über das dunkle Pandemonium. In Rot. So, was für eine Blümchen will der überhaupt? Sternenblatt? Und immer noch die Halloween-Uniform. Ich habe so eine Befürchtung, was da für ein Bild am Ende rauskommt. Yum, yum. Ah, unglaublich. Selbst bei einziger Kälte behält sie ihre Wärme.
Die Sitze belebt meinen von Frost gebeutelten Körper wieder. Diese Suppe wärmt mein Gemüt gleich mit. Die Wärme eines endlosen Frühlings dringt bis in die Tiefen meines Herzens. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Sanji, der Reisegourmet. Oh, Kochkunst hebt auch mich ins Ferne zur Verzögerung. Hier, bitte. Wärmesuppe, lecker. Und das war auch schon alles hier. So, dann holen wir uns jetzt die Kiste. Ja, dann haben wir wenigstens safe ein Upgrade. Oh, danke, Palutena. Ich bin ein Goldstück. 2020 Gold. Das ist mal richtig viel. Wir haben mir vom König mal erhalten. Ungefähr. Oh, ein kompletter Zangangriff. Oh Gott. Wir haben alle einmal reingestochen. So, wo bleibt meine große Kiste? Da ist sie. Mit einem handlichen Stab. Darf ich die jetzt pieksen? Ich zeige jetzt auf andere Leute. Ich zeige auf dich und auf dich. Oh, ein Brief von Sherpa. 3 Ausflugstickets. Und 1250 Leute gerettet. HP 400. Ja. Und das war das 80. MP, Bonbon, was ich verputzt habe. Jetzt machen sie 100 MP. Okay, die MP-Bonbons sind jetzt ultimativ. Denn MP-Bonbon-Konsum hat dir eine neue Kraft erschlossen. Es mag voll klingen, aber je mehr MP-Bonbons du isst, desto besser werden sie. Nächste Steigung, 90 MP-Bonbons. Danke. Ah, ein Glück. Es wurde nicht ein böses Zeichen. Gut. Ich weiß, dass die MP-Bonbons ultimativ sind, aber ich lutsche sie trotzdem immer wieder mal. Piekser der Strafe gelernt. Stößt einen Gegner und seinen Nachbarn mit dunklen Pieksern. Oh, mein besserer Piekser. Jetzt kann Sunny wenigstens auch mal Gruppenangriffe machen. Ist das kalt? Epona scheint warm zu sein. Epona scheint es prächtig zu gehen. Ob wir uns mit einem kleinen Sprint auch aufwärmen können? Zeit ist rauszufinden. Und sie sprinten mit. Wie auf Droge haben die gerade geguckt. Ich fühle mich mit Palutena sicher. Es wird dunkel. Ich sollte ein paar Sterne anschauen. Die Sterne sind wunderschön. Eine Sternschnuppe. Was ist mein Begehr? Geld! Warum sollte ich mir ein Monster wünschen? Also klar, mich würde interessieren, welches Monster dabei rauskommt. Aber am Ende ist es so ein Basic-Monster. Und ich kann das Geld halt mehr gebrauchen. Oh, Pfirsich-Chili. Hm. Kriegt man gleich Hunger. MP-Bonbon. Ich will die ultimative Technik von Sunny sehen. Schade. Ich hatte auf den Piekser gehofft. Schleimgelee. Hm. Ich will nicht. Herz, ein paar, das hast du davon. So, Gold ausgeben, Extreme Bill, ein Smoking-Outfit. Das sieht richtig stylisch aus. Ist gekauft, Mirko. Das ist richtig cool. Das kriegst du aber immer noch in grün. Ich bin ein bisschen traurig. Das Schneegebiet war recht kurz, wenn man mal so ganz ehrlich ist. Ich glaube, das waren nur so 20, 30 Minuten. Oh, neue Technik! Piekser der Strafe! Oh, der war ja richtig cool. Der hat nochmal zur Seite so gepiekst. Und der hat auch dem Hauptgegner richtig viel mehr Schaden gemacht, wie mein Blitz ungefähr. Level up für Bamanta und für Yannick. Aber keine Technik. Für euch nicht. Vor allem nicht für den bösen Fall. Piekser der Strafe! Der ist richtig cool und der macht aber auch sehr viel mehr Schaden. Also dem Hauptgegner macht er doppelt den anderen den normalen Schaden.
richtig gut eigentlich. Vor allen Dingen, weil Sunny so halt jetzt ein Multi-Target angefahren. Ich habe ein Level-Up gehabt. Vor allen Dingen, was ich auch noch am besten finde, der Pixel der Strafe, der sieht richtig cool aus. Bitte noch mal ein, wo dann noch mal hier das eskaliert. Ein Notfall! Oh Gott, was ist los? Der Banta hat sich eine Erkältung eingefangen. Oh. Dafür diese Überdramatik? Okay. Und kann ich Pall jetzt nicht mitnehmen? Rechen Zweige lernen. Wenn er im Freund rechnen mit einem wirklich heftigen Angriff. Oh Gott, wenn ich sterbe, dann rastet Sunny aus. Und ja, Pall Banta kann so erkältend nicht losziehen. Wir müssen ihn hier lassen, bis er sich erholt. Der Team muss fit sein, um sich im Kampf bewähren zu können. Also kann Pall jetzt nicht teilnehmen an dem Kämpfen, das ist doof. Ob der so auch auf Ausflüge nicht mit kann? Gold ausgeben. Dave will ein Herzchen Deutsch. Ja, Dave kommt dann jetzt auch vorübergehend in die Gruppe, wenn Pall schon krank ist. Weiß aber nicht, ob der überleben wird. So, Törtchen wieder mal für den da. Er braucht das. So, wer von euch hatte noch nicht die Sardinenbüchse? Er kann nicht mal am Essen teilnehmen, der Pall. Oh, der tut mir richtig leid. Ich kann am gar nichts teilnehmen. Na gut, haben die anderen halt Essen. Keinem schmeckt die Schneemilch bisher besonders. Und ich muss so jetzt in den Bosskampf rein. Also, wir suchen ja hier irgendeinen komischen Kopenbold. Warte, Schneemann des Schreckens, also safe ein Boss. Palutena hat bestimmt irgendwelche Geheimnisse. Da ist er, glaube ich, der Yeti. Und er trägt eine Unterhose. Da ist er ja, der Schneemann des Schreckens. Auf ihn mit Gebrüll! Der Yeti. Da mache ich erstmal ein Megafeuer. Und Dave hilft mir. Alle helfen mir. Das ist das stärkste Megafeuer. Ganz kurz. Ultrastreuer. Bei Dave hätte es keinen Sinn, weil er dann nur seinen Multi-Target-Angriff macht und das macht bei den einzelnen Gegnern null Sinn. Einen Blick woanders hin, ich warne ihn. Und er war mal nicht verträumt. Aber Janik kriegt auf die Nase. Ich könnte Janik auch in einen Schönheitsschlaf setzen. Nee, ich mach mal Megafeuer, dann geht hier nicht viel aus. Neue Technik, Hinterrücksangriff, den hatte Dave gelernt. Juhu, Janik verliert komplett die Kontrolle über sich. Und wo ist Dave jetzt? Sunny macht den frechen Pixel. Aua. Der hat mir mit einem aufgeladenen Schlag ins Gesicht gehauen. Darauf muss ich erstmal einen Bonbon lutschen. Ich weiß, dass das Unsinn war. Oh, da ist Dave! 73 Schaden. Das war recht strong. Ja. Lieb. Du darfst keine MP sammeln. Ich weiß, du verbrauchst dann weniger, aber du machst auch viel, viel weniger Schaden. Komm, dich buff ich auch. Oh, Mega-Heilung, danke. Die kann auch heilen. Hab ich gefragt, wann sie das mal macht. Das ist das denkbar Schlechteste, was du hättest machen können. Zangenloch mit Yannick und der Yeti ist tot. Also es war jetzt nicht tragisch, dass Pall krank war. Ich krieg dafür einen Gorilla-Shake. Das war knapp. Der arme Schneemann des Schreckens. Den muss der dunkle Fürst erschaffen haben. Der dunkle Fürst Kai ist echt herzlos.
Wie dem auch sei. Ich darf seine Belohnung nicht vergessen. Bitte sehr. Dreimal Golem-Steak. Hier trennen sich dann unsere Wege. Lebe wohl. Ich habe die Quest abgeschlossen. Und dafür nichts bekommen. Außer Golem-Steaks. Fand ich in den Schnee gefallen. Ich komme und fall auch in den Schnee. Und wir lachen uns einen ab. Ich weiß nicht, ob wir das Event schon hatten, aber ich lasse es trotzdem mal drin. Weil ein Schneefein ist lustig. Und die kriegen nicht mal Freundschaft, wenn sie auf einem Zimmer sind. Palm muss krank in den nächsten Stream. Oh, cool. Yannick will ein richtig cooles Katana haben. Ein schwarzes Katana. So, egal was jetzt ist, ich verbrate es jetzt. Ich verbrate jetzt alle Tickets. Wir haben eine Eiscreme-Kluft für Dave gewonnen. Die war 3,7 wert, das weiß ich. Dave kriegt sie einmal und dann bereichere ich mich. So. Ich habe jetzt nochmal 20.000. Wir können Yannick gleich das Teil gönnen. Aber erstmal Golem Steak für mich einmal. Dann für Yannick. Und Pai muss ich noch gedulden. Und der Gorilla Shake. Den darf Dave haben. Hat er sich verdient. Und natürlich kriegt Yannick noch eben kurz seinen mega edgy Katana. Das ist ein tolles Katana. Mehr sage ich dazu nicht. So, Leute, und hier beende ich das denn jetzt für heute. Das Endfeeding gefällt mir. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Spielen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ja ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Und ich wünsche euch dann jetzt noch eine traumhafte Nacht, beziehungsweise einen traumhaften Tag, je nachdem, wann ihr das guckt. Und verabschiede mich dann hiermit. Tschüssikowski!